Okay, du hast. Also jetzt. Du ärgerst mich jetzt gerade ein bisschen. Dann gehen wir nochmal mit Ableitieb hinterher, damit wir ein paar KP zurückholen können. Das reicht Gott sei Dank, um das Stalos zu besiegen. Stalos war auch eine ganze Weile meine Idee, ob ich das mal ins Team nehmen soll. Das wäre ganz cool. Stalos, ich mag Stalos. So. Polia 67, Galoppa ebenfalls. Die wechseln quasi mehr oder weniger im Gleichschritt. So, dann ist der jetzt auch weg. Ich spreche jetzt auch nicht mehr jeden einzelnen Dialog nach, falls ihr das jetzt schon, falls ihr das irgendwie schon gemerkt habt, wenn man das noch ein Item, was ich gerne mitnehmen möchte. Kann ich das hier ohne Probleme mit einsammeln? Oder muss ich da jetzt irgendwo durch, wo ich nicht will? Ich weiß, Bäume stehen so kacke. Ja. Also ich muss dadurch, dass wir die Bäume jetzt so scheiße stehen, muss ich jetzt natürlich ein bisschen anders laufen. Aber machen das anders. Keine Sorge, wir machen gleich weiter. Ich will nur kurz das Item da oben holen. Da hat noch ein Trainer, oder? Fatumknoten. Okay. Ja, dann nicht. Es muss aber irgendwie erreichbar sein. Meine Drachen-Pokémon wollen hierbleiben, um stärker zu werden. Wablu. Wablu ist nicht unbedingt das Drachen-Pokémon. Seine Weiterentwicklung Altaria ist eins. Aber Wablu selber ist keins. Wablu ist vom Typ Normal und Flug. So, du hast bestimmt irgendwas Schönes für mich. Nö, hast du nicht. Aber dann hast du bestimmt noch einen Altarian hinterher, oder? Mit Ansage. Das war mir schon fast klar. Ich bin daher. Das war mir klar. Altaria ist Vierfachschwäche und die Step-Bonus hinterher. Das heißt, mit der Icy war es ohne Probleme zu schaffen. So. Gut. Bin ich jetzt oben weiter? Da ist der Professor. Ah, ich habe schon auf dich gewartet. Lass uns sofort zur Sache kommen, ja? Da bist du jetzt und wirf einen Blick auf diesen Felsen. So einer wurde auch in der Kanto-Region entdeckt. Ganz schön mysteriös, was? Es mir helfen, das Geheimnis, das hinter diesem Felsen steckt, zu enthüllen? Ich habe versucht, die Schriftzeichen auf diesem Felsen zu ziffern. Anscheinend verewigen Trainer darauf ihre Gefühle der Dankbarkeit, nachdem sie auf ihren Abenteuer als Person gereift sind. Du bist also perfekt dafür geeignet. Deshalb bitte ich um deine Hilfe. Auf der Reise bist du sicher sehr vielen Menschen und Pokémon begegnet. Hast viel erlebt. Dann sag bitte, was du jetzt gerade fühlst. Verrate mir, was du am meisten, wem du am meisten danken willst. Boah, schwierig, das so jetzt aus dem Kopf hinzukriegen. Klar, bei der Familie, ich sag einfach Familie. Familie und Freunde oder sowas. Ich wüsste es jetzt nicht. Familie und Freunde. Ein Leerzeichen Euro zwischen. Ja. So. Oh, guck mal, da ist es auch, Shaymin. Du kannst leider nicht bekämpfen, weil das Pokémon Level 30 ist. Ich hoffe, dass ich nochmal wechseln kann. Dann muss ich mein Team nämlich ein bisschen umstellen. Ich hab aber nicht so viel. Na du? Was war das für ein Pokémon? Bin dir zwischen ihm und dem Felsen einfach eine Verbindung? Wo ist das Pokémon denn verschwunden? Du fragst dich bestimmt auch. Steht das jetzt echt da drauf? Tamino Freund ist die Person, der ich für alles danken will. Ja gut, es sind mehrere Personen. Aber oh, das Herz. So, warte mal. Jetzt muss ich gerade gucken, ob ich echt Pokémon noch habe, die jetzt irgendwie in den PC-Boxen liegen.
den ich jetzt hätte, wo ich jetzt mal echt sagen kann, jo, kann ich irgendwie. Ja, ich muss ja jetzt ein bisschen was machen, ne? Ich muss ja ein bisschen was ändern, weil mein Team ist jetzt mörderstark. Ich guck mal gerade, ob ich ein Pokémon habe, was Gähne oder sowas kann. Du kannst Hypnose gar nicht rein. Okay, dann nehme ich Darkrai mit rüber. Dann fange ich mit Darkrai an und mit der Hypnose drauf. So, das bringt jetzt eh nichts. Ich muss jetzt erstmal einschläfern, das Viech. So, jetzt muss ich ganz da hoch in den Norden. Bin ich jetzt ohne. Das ist ein ganz schöner weiter Weg. Das ist aber echt ein ganz schöner Weg da oben. Speicher vorher lieber mal. Alter, was ist das für ein Weg, ja? Brauche ich jetzt gerade nicht. Boah, wie weit ist denn das? Ah. Blumenparadies. Da ist es dann. Das gute kleine Schemen. Jetzt fange ich dich, mein Freund. Und das ist auch Schemen im Wind. Oh, ist das süß. Sein kleiner Igel. Und zwar vom Typ Pflanze. Soweit ich das richtig im Kopf habe. Deswegen werde ich jetzt erstmal direkt als erstes fangen, wenn ich das mal einschläfern. Ach Gott, hab ja gar keine. Ich habe das Viech ja gar. Ich habe Darkrai ja gar nicht gedings. Armes kleine Schelmin. Naja, gut, dann fangen wir es trotzdem hier. Oh, ich hoffe, dass es reicht für den Finsterball. Oh, fast. Na komm, jetzt nehmen es mit rein. Jawohl. Wie gesagt, groß angreifen konnte ich es nicht, weil ich nicht die Pokémon dafür habe. Aber es war wahrscheinlich die richtige Idee, zu sagen, komm, ich fange es einfach. Ich schläf was ein. Ja, und damit haben wir es. So, haben wir noch irgendwas, was hier oben fehlt? Nö, ne? Eigentlich haben wir alles. Jo, liebe Leute, das war das Sakrai-Event und das Shaman-Event, beziehungsweise der Weg dazwischendurch hin zur Route 4224. In der nächsten Folge geht es dann erstmal wieder rüber nach Blizzard. Da freue ich mich jetzt auch drauf, dass wir dann endlich mit der Hauptstory weitermachen können. Also mit der After-Story weitermachen können. Und da freue ich mich drauf. So, kurz bei das Team heilen. Und ja, war jetzt natürlich blöd, dass ich jetzt den Weg noch extra hinlaufen muss mit den ganzen Trainern. Das war jetzt eigentlich nicht so an sich nicht so geplant. Aber es ist halt dann ab und auch mal nicht änderbar. So, Pokémon. PC-Boxen. So. Greife ich hier wieder rein. Genauso wie Luxor wieder raus. Und Galoppa wieder rein. Damit das Team weiter bleibt. Genau. In der nächsten Folge machen wir dann endlich mit der Story weiter. Und da freue ich mich drauf. Hier bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Bis dann. Ciao. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schreiner Diamante. Wir machen heute weiter mit der Hauptstory. Ja, endlich geht's weiter. Ja, was gibt's? Soll ich dich zur Duellzone bringen? Ja, klar, gerne. Also gut, nicht wieder danke. Ja, in den letzten drei Folgen insgesamt haben wir ja erst das Darkrai Event gespielt. Dann sind wir zur Route 224 gegangen, haben einige Trainer mitgenommen, dass die ein bisschen gelevelt. Und dann haben wir in der letzten Folge Shaymin gefangen, endlich.
Ja, und jetzt geht's weiter. Endlich mit der Story. Und wir werden von seinem Rivalen erwartet. Da bist du ja. Du hast mich ganz schön lange warten lassen. Das war 1 Million Pokédollar Strafe. Ja, jetzt bin ich der größte Trainer überhaupt. Deshalb bin ich hier. Ich muss stärker werden. Meine Pokémon auch. Bist du denn? Hey, tut mir leid, aber das konnte ich nicht überhören. Der größte Trainer überhaupt. Das wird nicht einfach, denn der größte Teil hier bin ich. Um das zu beweisen, gehe ich jetzt in diesen Vulkan hinein. Was? Du guckst doch komisch. Hast du wirklich keine Ahnung, von was ich rede? Also gut, ich kläre es dir. Das ist hier die Duellzone, ja? Am anderen Ende dieser Insel befindet sich ein Vulkan. Und tief darin liegt ein Schatz verborgen. Na und? Dass ich nicht lache. Wir werden ja sehen, was der größte Trainer ist, wenn ich diesen Schatz erst finde. So, mach ich's. Und da, du da, hör gut zu. Ich kralle meinen Schatz als Erster. Ach, feier dich zum Duellturm. Man sieht dich. Oh, dieser Typ kann doch nicht mal die Füße stillhalten. Da können wir uns mit Amanaro gegen ihn, so werde ich schon nicht verlieren. Kennst du diesen aufgekratzten Trainer? Dann sollen wir nachlaufen und ihm warnen, dass er den Vulkan nicht unterschätzen soll. Aber bevor ich vergesse, du solltest dich hier auch, zuerst auch im Duellturm in Form bringen. Sonst schaffst du es vielleicht noch nicht mal bis zum Vulkan. Bis später. Duellturm? Komme ich überhaupt da so weit? Kann man das hier super angesagt? Sie ist wirklich super. Willst du nicht auch? Uff, ja, gib her. So, das war die super angenehm, dass wir spät im Spiel bekommen. Gut, der ist da in die Richtung gegangen. Ich nehme kurz noch die Items mit. So, dann nehmen wir die oben hier mit. Einmal alles kurz mit in mir. Brauchen wir. Wer weiß, wofür wir es brauchen. Nee, wofür es gut ist. So. Zwar die Hammelbeeren auch noch mitnehmen. Achso, ich habe ja. Warte mal, nehmen wir es doch. Heilen wir das Team schnell noch, bevor es dann hier losgeht. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt komplett schon geheilt ist. So. Gut. Was haben wir hier den Weg? Duellpark, hier drin den Trainer. Okay. Können wir da jetzt ohne Probleme irgendwas weitermachen? Willkommen im Trailpark! Bist du zum ersten Mal hier? Dann bitte hier entlang. Das ist dein erster Besuch im Duellpark jetzt. Musst du dir eine Punktekarte ausstellen lassen? Die Punktekarte wird hier nur im Duell, nur hier im Duellpark benötigt. Da, bitteschön. Eine Punktekarte. An der Rezeption hier neben mir erfährst du mehr über die Punktekarte. Wir fragen zu den Einrichtungen im Duellpark hier. Jeder steht zur Verfügung. An der Rezeption gegenüber werde ich dir die Regel für Pokémon im Pokémon Camp im Duellpark erklärt. Viel Erfolg! Willkommen im Duellpark. Ich kann dir mehr über die Kampfregeln des Duellturms erzählen. Worüber möchtest du mehr erfahren? Pokémon-Level. Für Kämpfe im Duellturm werden sämtliche Pokémon-Level 51 oder auf Level 50 herabgestuft. Pokémon, deren Level unter 50 liegt, werden allerdings nicht auf Level 50 angehoben. Also Vorsicht bei deiner Auswahl. Worüber möchtest du mehr erfahren? Pokémon erzählen? Abgesehen von Eiern sowie bestimmten Ausnahmefällen können alle Pokémon an Kämpfen und an Duellturm teilnehmen. Die Anzahl der zur Teilnahme erforderlichen Pokémon hängt von der jeweiligen Art der Herausforderung ab. Fernseh Kämpfe mit Duelltier wird als jeweils nur ein extra mal hier Pokémon also gelassen. Okay. Items. Ebenso dürfen Pokémon im Duellturm keine identischen Items tragen. Vergewissere dich, dass die Pokémon, denen du im Duellturm kämpfst, unterschiedliche Items tragen. Okay. Dann machen wir, fahren wir heute im Duellturm. Ich kriege ja eh keine Level, ne? Wir fangen mal an. Und so, was so? Hoppla, tut mir leid, ich war in Eile. Oh, Moment, bist du Käfer 2 Blatt auf? Genau. Ach, das war die Erinnerung. Wenn du hier bist, dann bist du ja bestimmt auch nicht weit wie. Das fällt ein Spaß. Also, man sieht sich. Wie zur Hölle bist du? Ach, der ist auch noch schon. Roms, meine Fresse. Also, oh, Herr Kev, du bist auch zum Duellturm gekommen. Ich wollte mich mal testen, bevor ich zum Karlberg aufbreche. Sag mal, dieser Typ, mit dem du gerade gequatscht hast. Ah, egal. Sollte passen. Immerhin habe ich es aus eigener Kraft hergeschafft. Ich belange, dann stehe ich im Auge in Auge gegenüber. Ich stürze dich mal wieder ins Training. Besieht sich. Was wollt ihr denn eigentlich von mir? Warum wollte ich mit dem. Oh, ich bin echt. Ja, gut, wir müssen es heute irgendwann mal machen, ne? Was haben wir denn hier oben? Die Galaktik schon wieder. Fernseher oben. Pokémon Tempo Trail.
Ach ja, das war eine Meisterklasse stimmen. Okay. Einzelkämpfer wahrscheinlich. Ja, werden wir mal machen. Den für die Einzelkämpfe auf jeden Fall. Boah, jetzt muss ich überlegen. Nehme ich mit. Nehmen wir mit, auf jeden Fall. Gut. Brauche ich jetzt? Was für ein Modus? Standard. Ja, okay, so war es geplant. Und teilnehmen. Ah, warte mal, so machen wir es. So wollen wir das machen. Okay. Teilnehmen. Dann nehme ich Stinks mit. Und teilnehmen. Und fertig. Probieren wir es mal aus, ob wir es hinkriegen. Haben wir die erste Hürde schon gemeistert bekommen im Duell-Turm. Ich werde jetzt nicht die ganze Zeit den Duell-Turm spielen. Aber mal gucken, wie weit wir jetzt, wie weit wir heute kommen. So, jetzt will ich mal wissen, wie weit wir kämpfen müssen. Mein Pokémon wurde in den Wäldern trainiert. Ich glaube, es sind aber meistens immer 7. Slatko. So, mein Team ist ja komplett auf Level 50 hoch, da habe ich ja runtergesetzt. Ich muss mich, ich muss mich ja wieder auf Level 50 beziehungsweise jetzt. Muss ich mich mal wieder klarkommen. Fall halt runter. So, okay. Zur Purze nur. Oh, hört sich die mega. Ist das nicht das super tolle Pokémon? Was jetzt unbedingt mich schlagen muss. Käfer bist. Ja gut, Käfer kann natürlich. Ist das nur jetzt noch eine Seite? Dann geht's drauf mit Spukball. Super. Die Purze ist schon mal weg. Ich glaube, es sind meistens immer 7 Kämpfe. Spoink. Spoink Psycho, ne? Oh ja. Scheiß Items, Alter. Die Trubere. So, warte mal, das muss jetzt mal überlegen, jetzt gerade, wie mache ich es jetzt? Magiemantel. Na, unterschätze mal das Team nicht. So, drauf, komm mal. Jawohl, genau so. Tschüss, Spoink. So, was hast du als letztes jetzt noch? Das ist die große Frage. Pikachu. Eisenschweif. Oh ja. Gut, der erste Trainer ist schon mal weg. Ach, verdammt. Reiß dich jetzt zurück in die Wälder. So, die will unsere Pokémon heilen. Ich glaube, es ist meistens 7. Mal gucken, wie weit wir kommen. Der zweite Kampf steht an. Ja, ich glaube, es sind 7. Ich bin immer ein Backing-Clown, selbst wenn ich kämpfe. Wir machen jetzt einmal den Tour, einmal das Ding hier. Fertig. Einmal machen wir einen Durchgang und dann ist gut. So, einmal noch Kraftwelle drauf. Ach, du gehst mir auf Eier mit deiner scheiß Flinkklaue. Ernsthaft? Du, ja,
Ich hasse diese Attacke. Dann gib mal deine KP bitte zurück. Dann gehen wir, machen wir dann Schnäppke? Schnäppke? Ah, Schnäppke ist vom Typ Eis. Eis und nicht. Danach machen wir dann oben weiter, dann machen wir uns auf Richtung Vulkan. Also ich denke mal, wir brauchen jetzt im Duellturm kommen wir eh nicht leveln. Das ist einfach nur jetzt mal ein bisschen zum Zeigen und mehr ist es auch nicht. Der zweite Trainer hat jetzt auch Geschichte gleich. Ich zeige euch, wie gesagt, einmal die Einzelkämpfe und wie das funktioniert. Wenn die Doppelkämpfe sind, funktioniert es ja auch nicht anders. So. Bisher kommen wir eigentlich relativ gut durch. Nummer 3. Von 7. Was hast du jetzt für mich? So, die hält Ausschau nach schicken Outfits. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ach, sie fängt erstmal mit dem Glumanda an. Okay. Mal gucken, ob ich... Bis jetzt ist es relativ einfach, aber das kann natürlich jetzt auch wieder schwerer werden. Je nachdem, was er nämlich noch hat. Pikachu noch hinterher. Ja, Pikachu setzt ein. Ja, ja, sag ja, das ist nicht. Unterschätzt man nicht, was der Gegner so hat. Das ist wie gesagt nochmal. Und Duellturm ist jetzt nicht unbedingt die das super tolle Training, weil wie gesagt, es gibt ja keine Level. Lombrero. Ach, Lombrero ist Wasser und Pflanze. Kann das sein? Ach, geh mir die Geweihe. Der Schrott. So. Einmal kurz mich aufheilen, wieder heilen. Und damit ist auch Nummer 3 platt. So. Nummer 4. Ich mache, wie gesagt, jetzt einmal die 7 durch. Diese 7 Durchgänge und dann geht's weiter in der Story. Hey, Anfänger, zeig mir, was du drauf hast. Ja, mal gucken. Also, wie gesagt, 3 Pokémon werden sie alle haben, das ist ganz klar. Bis jetzt ist es noch nicht wirklich die Super Elite, aber das kann ja alles noch was werden, ne? So, Glumanda ist auch Geschichte. Damit ist schon meine erste Geschichte. Bis jetzt habe ich auch noch kein Pokémon verloren. Enton. So, nächste Enton-Laune. Was hat er jetzt als letztes? Wablu. Naja, gut, okay. Wablu ist jetzt auch vom Typ normalen Flug, aber ist jetzt nicht unbedingt das mega starke Pokémon. Es müsste eigentlich trotzdem Geschichte sein. Das ist neutral. Jo, so. Einmal ein Whitewash, der kam noch nicht mal zum Zug. Das war Nummer 4. So, Nummer 5. Jetzt fehlen noch 3 Trainer, glaube ich. Ich meine, es sind 7 insgesamt. Also sonst machen wir wirklich nur bis 7. Was haben wir denn jetzt? Oh, ein Psychotrainer. Na gut. Nee, es ist so ein Schnösel, ist es. Ein Schnösel. Nichts Wildes. Kanivania. Kanivania ist vom Typ und nicht. Und Wasser. Okay, das ist das Pokémon, was ich ein bisschen fordere. Du hast bestimmt raue Haut. Welch eine Überraschung. Aber es ist natürlich immer Geschichte.
Gravita. Vom Typ Unlicht und Gestein. Jetzt kommst du mit drei Unlicht-Pokémon oder sowas. Ich nehme erstmal die KP zurück durch die Fähigkeit von Kalivania. Lampi. Wasser und Elektro. Ja, einige neue Pokémon, die wir noch nicht gesehen haben. Ich glaube, wir können sein, dass wir so ein paar Einträge bekommen. Also dafür sind die gerade. Ich weiß gar nicht, ob wir die Einträge für diese Pokémon bekommen überhaupt. Auf jeden Fall ist der auch Geschichte. Mit drei Attacken. Bis jetzt ist es nicht wirklich schwer. Dann haben wir nochmal 6. Ich meine, es wie gesagt, es werden immer 7. So, was haben wir hier noch? So eine Zimmerdame. Und dann haben wir den Champ. Also, Anführungszeichen Champ. Glaube ich zumindest. Also, zwei Kämpfe machen wir auf jeden Fall. Der Quintwurm. Ein Typ Drache. Ein kleines süßes Drachen-Pokémon. Gar nicht so schlecht eigentlich. Quintwurm. Seine Endstufe Brutalanda ist gar nicht so ein schlechtes Pokémon eigentlich fürs Team. Aber es dauert halt, bis es trainiert ist. Weil sich erst auf Level 55 entwickelt. So, tschüss mit Quintwurm. Aber Quintwurm selber ist. Ja, schwächlich. Stolunior. Ach du mit deiner scheiß Robustheit. Metallsound. Das erste Pokémon, was er lange mal, ich mal zwei Attacken brauche, aber nur wegen der Fähigkeit, nicht weil es irgendwie das ausgehalten hätte. Snubbull. Psychokinese. Typ Fee bist du, ne? Das könnte es vielleicht überleben. Nee, könnte es nicht. Durch den Volltreffer nicht. So, und jetzt noch einer, komm. So, willst du jetzt noch irgendwie einen oder was? Ich frage mich, wie viel sind denn das? Immer. Wie viel sind denn das immer? Warte mal. Okay, es sind 21 Siege, die wir tatsächlich hintereinander brauchen. Und dann könnten wir auf die Leiter drin, aber wir werden soweit nicht machen. Ich werde das dann offscreen mal machen. Ich werde das aber jetzt nicht. Also, Duellturm gehört jetzt nicht unbedingt zur. Also 21 bis 49 Siege, dann gibt es zwei Leiter, glaube ich, meines Wissens. Aber das brauchen wir jetzt nicht unbedingt alles hier in einem Let's Play zu machen. Ne? Ist jetzt, ich will nämlich auch mit der Story weitermachen, wenn ich den hier besiegt habe. Palim Palim. Du könntest natürlich jetzt nicht einschlafen, aber ist mir auch egal. Oh. Warum auch immer noch nicht?
Ja, noch nicht so ganz. Volltreffer. Jetzt. Oh ja, das ist, wie gesagt, das ist der erste Trainer, der mich ein bisschen an meine Grenzen bringt. Aber es ist zumindest jetzt schon mal die Geschichte. Scheiß Palim Palim. So. Adios. Finion. Bye bye. So, alle 7 Kämpfe in Folge. Gewinnpunkte. Ja, okay, es wird jetzt doch so ein bisschen gemacht. Gut, okay, hätte ich mal jetzt irgendwo mit gerechnet. So, gut, dann haben wir den Duellturm zumindest mal kurz angeschnitten. In der nächsten Folge geht es dann auch endlich mal weiter oben mit Route 225. Das ist dann der Plan an der Sache. Deswegen gehe ich jetzt gerade hier hoch. Heilen brauche ich ja nicht. So. Gut. Ja, Route 225, der Weg zum Vulkan, das machen wir dann in der nächsten Folge oder ab der nächsten Folge. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, weil ich hier bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Bis dahin und tschüss.